glaube, es geht euch zu Hause auch ganz genauso wie uns hier allen. Wenn man nur einen Haushalt treffen darf, dann verlagert sich ein Großteil der Kommunikation auf das Handy, auf Chats. Ja? Wer glaubt, dass die für einen netten Plausch unter Freunden genauso gut geeignet ist, ja? Die Chats und all diese Sachen, ja? Der liegt da falsch. Der braucht dringend Hilfe von uns. Wir klären heute auf, was geschrieben ist und was es wirklich bedeutet. Ich sage euch heute die unbequeme Wahrheit in einer Ausgabe der LMB Service Zeit Digital. So, Jakob, jetzt kannst du hier bei mir in der Sendung mal deinen Chatführerschein machen. Das ist so lieb. Das ist lieb von mir, ne? Ich möchte ja auch, dass du klarkommst, dass du nicht aus der Pandemie erwachst und stehst du ganz alleine da, weil du alles falsch verstanden ohne hast. Ohne Freunde, ja. Ohne Freunde, ja. Guck mal, ich mach mal so ein kleines Beispiel. Okay. Damit du ungefähr verstehst, worum es geht. Stell dir mal vor, du müsstest dich jetzt per Nachricht entschuldigen. Ja. Du hättest zum Beispiel Folgendes geschrieben, ja? Mhm. Hi, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich habe einfach komplett überreagiert. Wollen wir mal telefonieren und uns aussprechen? Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Lieb von mir erstmal, ja. Naja, und auch wahrscheinlich angebracht, weil du irgendwie Scheiße gebaut hast, ja? Wahrscheinlich, ja. So. Und jetzt kommt also folgende Antwort: Kein Problem, mach dir keine Gedanken, wann sehen wir uns denn mal wieder? Wie würdest du sagen, ist das eine gute Antwort? Das ist eine sehr gute Antwort, oder? Also, das doch, klingt doch gut. Würde ich auch sagen. Ist erledigt, ne? Ist in Ordnung. Ja. Was aber, und jetzt wird's interessant: Was passiert, du hast dich entschuldigt, ja? Mhm. Und folgendes ist: Der andere, der tippt. Das sieht man ja, ne? Ja. Oben so. Tippt. Schreibt, tippt, ja. Schreibt, tippt, je nachdem. Mhm. Und dann steht da immer noch tippt. Und dann steht da also nach einer gewissen Zeit immer noch tippt. Also in der Zeit hätte er praktisch den dritten Teil von Goethes Faust schreiben können. So lange steht da tippt oder schreibt. Und dann kommt Folgendes: In Ordnung. Was bedeutet das? Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ist der andere ein sehr, sehr, sehr langsamer Tipper? Hat er wirklich unverhältnismäßig lange gebraucht für diese neuen Buchstaben? Ist wirklich alles in Ordnung, Jakob? Möchte er das sagen? Was denkst du? Naja, es scheint ja alles in Ordnung zu sein. Es steht da in Ordnung, dann gehe ich davon aus, es ist in Ordnung. Ja, zack, stehst du aber dumm da. Natürlich ist das nicht so. Okay. Wenn das da mit diesen äußeren Rahmeninformationen passiert und dann steht da in Ordnung, ja, dann ist das eine Falle der modernen Kommunikation und du läufst da mitten rein und ihr auch. Ja? Ihr wundert euch, warum der oder die sich nie wieder meldet. Natürlich ist überhaupt gar nichts in Ordnung. Du wurdest angelogen, denn für die Wahrheit bist du dem anderen gar nicht wichtig genug. Was, wieso? Also der hat praktisch geantwortet. Der hat eine lange Antwort getippt, wahrscheinlich die Wahrheit. Ich bin sauer, du bist ein Arsch. So. Ja. Und dann hat er sich gesagt, ist es mir das wert, hier so eine offene Aussprache? Ja. Dann hat er das wieder gelöscht. Oh nein! Dann hat er eine Wahrheit verpackt in vielleicht etwas Wohlgefallen, dass man nicht so viel Ärger hat. Ja. Nochmal geschrieben. Hat dann aber gemerkt, dass er doch noch ein bisschen sauer ist und du ihm doch ein bisschen zu egal bist. Und hat dann einfach nur damit Ruhe im Puff ist, gesagt, ist in Ordnung. Aber das Ehrliche ist gelöscht, werde ich nie erfahren. So ist es. Das ist das Prinzip, du hast recht und ich meine Ruhe. Du bist raus, das war's. Oh Mann, okay. Nächste Situation, jetzt genau aufpassen. Lieber Jakob, es ist für Typen wie dich, ist diese Service-Zeit gedacht. Ja, ich merke schon, ja. Du hast zum Beispiel, sagen wir, mit jemandem telefoniert, ja? Ja. Dann sagt er zu dir, ich habe jetzt gar keine Zeit und legt sehr schnell wieder auf. Mhm. Was machst du dann? Dann mache ich mir ein Brot. Bitte, was machst du? Ich mache mir ein Brot. Warum machst du dir ein Brot? Das macht gar keinen Sinn. Ich mache mir immer gern Brot. Wenn nein, so ein Telefonat ist, erleichtert, dann isst man was. Ich rede jetzt nicht darüber, was du isst. Ja, also du öffnest. Okay, du machst dir ein Brot. Von mir aus, du individuell, komm, mach dich erstmal. Ich mache mir ein Brot. Aber du öffnest die Chat-App. Ja, ich würde dann wahrscheinlich auch schreiben irgendwas, ob alles okay ist. Ja, genau. Ist ja ungewöhnlich. Ja, ist ja nicht normal, wenn man so abgewürgt wird. So, ne? Exakt, du willst also wissen, ist alles in Ordnung? Deswegen fragt man anschließend im Chat, ist alles in Ordnung? Du hast ja so schnell aufgelegt. Ja. Ja. Wenn du auf die Frage, ob alles in Ordnung ist, diese Antwort hier bekommst, dann ist schwierig. Ja. Mhm. Und zwar nicht nur ja, sondern ja mit einem Punkt. Was heißt das, Jakob? Jemand will sich kurz fassen. Will mich nicht lang abhalten. Ich bin kurz davor, dir das Handy wegzunehmen. Warum denn? Weil du die einfachsten Sachen nicht verstehst. Ja, mit einem Punkt heißt, diese Person ist, und das müsst ihr euch auch merken, maximal genervt und will euch das auch spüren lassen. Bei einem Ja ohne Punkt, da lässt sich eventuell noch diskutieren, wie groß der Hass ist oder ob das vielleicht in Eile entstanden ist. Ja? Aber ein Punkt wird in Chats nicht zufällig gesetzt. Ja? Der Punkt ist der größte Vorwurf unter den Satzzeichen. Mehr Verachtung kann man nicht ausdrücken. Der Punkt heißt, nichts ist in Ordnung. Fuck you, das heißt der Punkt. Punkt. Fuck you, Punkt. So. Okay.
Jetzt gebe ich dir noch einen wertvollen Beziehungstipp. Oh, das war lieb. Für euch zu Hause natürlich auch. Ja. Jakob, stell dir mal vor, imagine, ja. Du hättest eine Partnerin. Warte. Ja? Okay. Stell dir vor, du hättest eine Partnerin. Ja. Du bist in einem Restaurant, du kommst später nach Hause. Was machst du? Ich komme später. Dann habe ich mehr Zeit. Ich würde vielleicht noch eine Flasche Wein bestellen, einen Zwischengang noch. Du kannst ja Zwischengänge, Jakob, auch noch mal es kleine geht nicht Pasta darum, essen. Was du in dem Restaurant machst, ja, das ist jetzt egal. Sondern, also jetzt, was der Partnerin sagt. Was machst du, weil du weißt, dass du, warum auch immer, zu spät kommst? Ja, ich also, muss das heißt, Bescheid sagen. Ja. Ich würde schreiben, es wird länger oder irgendwie so, ne? Genau, so ja, ist es. Genau, du machst also es könnte zum Beispiel so ungefähr aussehen. Mhm. Ich komme etwas später, wir sind noch im Restaurant, ja, oder in einer Bar, ja? Ja, du musst nicht auf mich warten. Ja, okay. Der das Abend geht halt noch so ein bisschen, es hat sich irgendwie ja, so ergeben. Schön, und ja, jetzt pass auf. Wie ein Schießhund. Was sagt dir diese Antwort hier, die zurückkommt? Viel Spaß. Punkt. Ja, das bedeutet viel Spaß. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Genieß die Zeit. Siehst du? Und genau da müsstest du jetzt stutzig werden. Warum? Ja, weil das steht da ja gar nicht. Da steht ja gar nicht, ich wünsche dir einen schönen Abend. Genieß die Zeit. Das also da steht ja doch viel Spaß. Ja, genau. Da steht viel Spaß. Punkt. Ach so, aber nicht das mit dem schönen Abend. Mit dem schönen Abend würde er will sie ja schreiben. Schönen Abend. Ja, und der Punkt ist auch dabei. Den so kenne ich ja schon von das eben. Bedeutet nichts. Was bedeutet das? Das habe ich dir von dem Punkt erzählt. Alarmglocken, ja. Ja. Viel Spaß heißt nichts anderes. Wenn du nicht sofort nach Hause kommst, dann knallt. Und ich würde dir das aber nicht sagen, weil du selber drauf kommen sollst. Ich muss selber drauf kommen. Ja. Das ist die eigentliche Bedeutung dessen. Ja? Okay. Auch nicht so gut ist, wie du meinst. Das ist noch schlimmer, ne? Musst du wissen. Wie du meinst. Ja, bleib ruhig noch. Punkt. Wir haben einiges gelernt. Es ist natürlich noch viel los in dem großen chaotischen System der digitalen Kommunikation. Ich das werden nur noch wir Fax erklären ab jetzt. Ich mache nur noch Fax. Ja, auch da kann viel schief gehen. Okay. Das war die LMB Service Zeit digital.